So, und es geht weiter. Ich habe ja so ein bisschen gebuddelt und habe mir jetzt auch meine ganzen Samen, die ich noch anpflanzen möchte, besorgt. Noch schnell eine Nacht drüber geschlafen. Ah, ich hätte das. Ich nehme jetzt mal einfach das Bett mit, das ist mir mal zu nervig. So. Entschuldigung. Dieser ewig lange Weg hier, der nervt mich so langsam doch. Aber das Ganze nimmt schon Gestalt an. Da hinten baut es sich immer noch nicht so richtig auf. Ist ja ätzend. So. Etliche Löcher sind hier entstanden. Die werde ich jetzt nach und nach mit Wasser füllen. Erstmal schnell das Bett setzen. Ist auch schlau, dass ich eine Tür einbaue und diese dann nicht schließe. So. Bett liegt. Ja, ich wurde jetzt aber auch ein paar Kisten aufgebaut. Man kann ja eigentlich nie genug Kisten haben. Na, man muss nur den Überblick behalten. Das wächst aber auch hier wie Unkraut, das Zeug. Ich muss auch irgendwie meine Kleinigkeit essen, sehe ich gerade. Habe ich denn noch was im Inventar? Ich hatte doch. Ich habe Brot dabei. Sehr schön. Ich habe auch herausgefunden, wie ich hier Zäune baue. Und zwar ist das ein komplett neues Rezept. Muss einfach wie bei einem Helm das Holz anordnen. So, aber jetzt bin ich gerade vom Thema abgekommen. Eins, zwei. Na, so eine Grütze. So, da, den, den. Das kann alles wieder weg. Dasselbe Spielchen hier auch nochmal. Da brauche ich das auch noch. Jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Und ach, da sind ja noch so ein paar. So kann man die Folge auch vollmüllen, ja. So, oh, das geht ja schon mal ganz gut hier los. Das Zeug, das wächst ja erbärmlich schnell. Das ist ja wie Unkraut. Wenn ich mal sehe, hier der Weizen, ja, braucht ewig. Und die Gerste, flupp und da ist sie. Faszinierend. Wenn ich jetzt hier auch noch für genügend Licht sorge. Ah, da gehen aber auch schon die ersten Felder ein. Wundert mich eigentlich, warum ist das denn? 1, 2, 3, Alter. Hier habe ich auch, ja, vollkommen Blödsinn gebaut. Oder war das Absicht? Ich glaube, das war Absicht. Warum mache ich denn das? Ist auch egal, warum ich sowas mache. Erstmal, ich hatte hier oben noch eine Workbench. Habe ich noch ein paar Steine? Nein, natürlich nicht. Na gut, ich habe noch ein paar von diesen komischen Hacken. Ich fange mal hier hinten an. Ich habe das Wasser vergessen. Alter Vater, bin ich dämlich. Wenn mein Kopf nicht angewachsen wäre, ich glaube, den würde ich sogar noch mal vergessen. So, dann habe ich noch so eine abgenutzte Hacke hier irgendwo rumfliegen. Ist schon kaputt, so wie es aussieht. Gut. Ich fange an mit Baumwolle. Und Tee finde ich eigentlich auch sehr interessant. Ah, nee, die lassen wir mal hier. Denn jetzt habe ich die Erde auch weggepackt. Na, was man nicht im Kopf hat, ne? So.
Sehr schön. Ja, damit hätte ich erstmal den Grundstein gelegt für alles Mögliche. Aber hier kommt die Baumwolle hin. Denn die finde ich schon mal sehr wichtig. Was kann ich mit dem Tee machen? Kann ich da eigentlich auch was anbauen? Okay, mit Teeblättern kann man nichts anfangen. So, ich werde wahrscheinlich mehr Wasser brauchen, um Reis anbauen zu können. Wobei sich mir jetzt die Frage stellt, ob ich nicht einfach den Reis da hinten anbauen kann. Ich habe doch da so einen schönen kleinen Teich. Und wenn ich die Möhre hier auffülle, ich mache das einfach mal so. Reissamen habe ich jetzt nicht dabei. Das geht auch nicht. Okay, mit dem Reis muss ich mich auch nochmal befassen. Keine Ahnung, wie das geht. Oder geht das nur auf Sand? Da drüben ist Ton, ne? Was ist das hier? Das müsste Clay sein, auf jeden Fall. So, auf sandigen Boden geht's auch nicht. Dann bringen wir erstmal die restlichen 38 Gerstensamen unter. Wir wollen es schließlich nicht verhungern. Wobei das mit dem Verhungern, da sehe ich wirklich gar keine Probleme drin. Das, was ich jetzt momentan hier verbrauche und das, was ich erzeuge, das ist ja, das sind Welten. So. Aber damit das hier auch ordentlich durchwächst, wo habe ich denn jetzt die Fackeln gelassen? Ich kann noch nicht alle weg. Ach, da vorne sind sie. Ja, wer die Augen aufmacht, ne? So, Gerste zum Totschmeißen, Weizen zum beim Warten sterben, sagen wir es mal so. Also nicht gerade der Knüller. Da hinten wächst meine Baumwolle. Und die ist auch schon ganz gut am Start, muss ich mal so sagen. Im Endeffekt macht es für mich auch keinen Sinn. Nee, Brot kann ich nicht anbauen, ich blöd Mann. Erdnüsse? Okay, ich weiß nicht, was ich mit Erdnüssen anfangen kann. Aber ich baue sie an und mit dem Kaffeebohnen bin ich ja mal ganz gespannt. Ich als wenig Kaffeetrinker kann mit dem Zeug eigentlich auch nicht wirklich viel anfangen. Aber er lässt sich ganz simpel anpflanzen und das ist eigentlich eine schöne Sache. Ich baue das Zeug einfach mal an. Ich brauche es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nie brauchen werde. Ja. Es sei denn natürlich, man kann damit ganz, ganz tolle Sachen irgendwie basteln. Ja, dass man da gegen Monster super toll kämpfen kann, wenn man sich hier die Kaffeetabs reinhaut. Wer weiß, wer weiß. So, die Sonne geht unter. Für mich ein Zeichen. Schlafen zu gehen. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, genau, die Fackeln habe ich vergessen. Damit der Kaffee auch bei Nacht wächst. Wenn ich das irgendjemandem erzähle, hätte ich mich total bescheuert. Obwohl, ich erzähle es ja euch und naja gut, was ihr von mir haltet, das überlasse ich auch wirklich euch. Denn ja, ihr seid diejenigen,
die sich ein Urteil bilden dürfen. Also von daher, ich muss doch da reingehen. Wird in der nächsten Folge definitiv jetzt auch, da ich weiß, wie ich Zäune baue, meine Farm wachsen und auf der gegenüberliegenden Seite von diesen ganzen Sachen hier wird es dann hoffentlich schon bald Schafe, Schweine, Hühner und Kühe geben. Und ich sehe da hinten, ich sehe da sogar, ein Bienenstock. Das ist aber noch Zukunftsmusik, um jetzt hier Bienen zu züchten, weil beim letzten Mal hat es mich ganz schnell aus den Socken gehauen. Da habe ich keinen Bock drauf. Das, ja, kommt dann irgendwann mal, wenn ich auch gut ausgerüstet bin. Ach ja, und noch meine Turtle werde ich jetzt auch noch mal gucken, während ich nicht aufnehme. Bis demnächst. Ciao.